Ja, hallo, ihr seid hier bei Play 23 und zwar auf dem Creative Gaming Festival hier in Hamburg und im Twitch-Kanal von Ortnina, die uns ihren Kanal dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, damit wir auch eine große Reichweite bei Twitch haben. Ich bin Andreas Hedrich, ich gehöre zum Play-Team und mit mir zusammen ist hier Sergej Klein, der die Hausbesuche mit vorbereitet hat, der nachher eure Fragen einsammelt und auch die Fragen aus dem Twitch-Kanal mit uns und unserem heutigen Gast teilen wird. Im Publikum seid ihr online und natürlich ihr Schülerinnen und Schüler aus den sehr, sehr vielen Schulen, ich zähle das mal auf, aus der Stadtteilschule Helmut Hübner, aus der Elisabeth-Lange-Schule, aus der Gretel-Bergmann-Schule, aus der Stadtteilschule Meindorf, der Brüder-Grimm-Schule und der Bugenhagen-Schule. Ihr seid hier vor Ort und ihr habt bis eben Workshops besucht, ihr habt die Ausstellung gesehen und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt hier mit uns vor Ort seid. Ihr könnt euch nachher an dem Gespräch beteiligen, wie gesagt, entweder über den Chat oder dann auch übers Mikro. Genau, zu den Hausbesuchen. Was ist das eigentlich, diese Hausbesuche? Wir machen das schon seit ein paar Jahren bei Play, dass wir entweder in Firmen fahren, um da kennenzulernen, wie die Menschen dort arbeiten. Das kann man aber gar nicht mit so vielen Leuten machen, haben wir irgendwann festgestellt. Und während der Pandemie ging das schon mal gar nicht. Und da haben wir die digitalen Hausbesuche eingeführt. Das heißt, wir nehmen euch mit, beziehungsweise wir haben uns eingeladen bei Leuten, die in der Games-Branche arbeiten oder streamen oder was Ähnliches tun. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir zu Gast sind im Büro von Tivola. Kennt ihr vielleicht, kommen wir gleich auch zu. Und zwar besuchen wir heute Yannick Beusen, der ist dort fürs Developing zuständig. Hallo Yannick, schön, dass wir dich besuchen dürfen. In welchem Hi. Teil deines Arbeitsalltags erwischen wir dich denn gerade? Ja, ihr erwischt mich gerade so zwischen einem neuen, einem neuen Update fertig gemacht haben und das nächste Update vorbereiten. Wir sind gerade so mitten im Seasonal Event Rausch, Halloween ist jetzt gerade durch, Weihnachten steht bald vor der Tür und da gibt es ganz viel fürs Spiel vorzubereiten und genau, das ist gerade so mein Tag. Du kommst von Tivola und wofür steht Tivola? Was macht ihr da eigentlich? Was für Spiele stehen bei Tivola an? Tivola ist, der Slogan ist ja aktuell Cute Games Since. Gute Frage, welches Jahr das ist. Also Tivola gibt schon ewig, ist schon echt so eine Institution. Vor allem in den letzten Jahren ganz viele Tierspiele. Davor gab es viel Lerncontent, Education. Ältere Zuschauer kennen vielleicht noch die ganzen TKKG-Spiele für den PC. Die kamen auch von Tivola. Also da ist echt eine große Bandbreite dabei, aber in den letzten Jahren vor allem ganz viel Tierspiele. Genau, du bist fürs Programmieren zuständig. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist Programmieren für Games? Viele denken ja, ein Game ist einfach nur programmiert, da gehört ja viel mehr dazu, aber Programmieren ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Wie würdest du es beschreiben? Also Programmieren ist ja eigentlich nur Ideen von anderen Leuten umsetzen oder die eigenen Ideen umsetzen und irgendwie sichtbar machen. Also natürlich, da kommt, bevor das Programmieren beginnt, kommen ganz viele andere Bereiche zusammen. Unser Game Design Team überlegt sich erst, was wollen wir in dem Spiel machen, was sollen SpielerInnen tun können. Dann wird schon überlegt, wie soll das visuell aussehen. Da kommen dann unsere Artists ins Spiel, die halt sich darum kümmern, entweder 3D-Modelle, 2D-Zeichnungen anzufertigen, wie das Ganze aussehen soll. Und ich bin dann die Person, die es nachher in einen Topf wirft und dafür sorgt, dass sich die Dinge bewegen, dass sich SpielerInnen durchklicken können, dass man zum Beispiel Katzen streicheln kann. Und dazu gehört dann natürlich auch sehr viel technische Instandhaltung irgendwie. Kein Programm ist irgendwie fehlerfrei. Und da gibt es dann ganz oft so Untersuchungsphasen, wo man rausfindet, okay, was läuft hier im Spiel eigentlich falsch, warum läuft es falsch, weil irgendwie hat man es mir selber verbockt, ohne es zu wissen. Und dann sind wir da auch diejenigen, die sich darum kümmern, wenn irgendwas schief läuft oder wenn unser Kundensupport von ganz vielen Leuten eine Nachricht bekommt, hey, ich kann in diesem Level gar nicht weiterspielen, dann sind wir die ProgrammiererInnen sind dann die, die es lösen, in den meisten Fällen.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ans Programmieren denke, dann sehe ich so endlose Zeichenketten, komische geschwungene Klammern, ineinander verschachtelte Sätze und so weiter. Was muss ich dann können, um programmieren zu können? Was hast du zum Beispiel ganz konkret gelernt? Was müssen andere lernen, um Developer, Developerin zu werden? Ja, also du hast schon recht. Natürlich sieht man viel Text vor sich den ganzen Tag. Also das muss man erstmal mögen. Was man gut lernen kann, ist zum einen vor allem ja Grundlagen der Programmierung, meistens mit Glück schon im Informatikunterricht in der Schule. Hat mir damals viel geholfen, da die Begeisterung zu entwickeln. Hauptsächlich finde ich es Programmieren, also man kann Programmieren an sich lernen, ist nicht so komplex, wie man denkt. Es ist eher so ein Mindset zu bekommen, wie löse ich Probleme. Also auf irgendwas draufschauen zu können und so eine Intuition zu entwickeln. Ah ja, ich wüsste jetzt, was ich hier machen muss. Also es ist eigentlich die ganze Zeit Problem lösen. Wenn irgendeine Person mit ein neues Feature fürs Spiel will, sehe ich das eigentlich als, die Person hat das Problem, dass sie gerne dieses Feature im Spiel hätte. Wie löse ich das? Und das ist eine Sache, die man mit viel Übung und vor allem mit viel einfach machen mitbekommt. Also ich glaube, formal kann man auf jeden Fall gut programmieren lernen und habe ich auch gemacht. Ich glaube, dazu kommen wir sicherlich noch. Aber es ist einfach das Anwenden. Also es ist immer wieder Dinge machen, die Freude dafür entwickeln und so eine Intuition dafür bekommen, wie man Probleme löst. Also sozusagen die Person fürs Problem lösen. Ja, aber du kannst gerne, vielleicht kommen wir erstmal zu so einem Einblick, um das vielleicht nochmal ein bisschen plastischer zu machen. Ich glaube, du hast was vorbereitet oder kannst was zeigen, woran du gerade sitzt, was du gerade programmierst. Um uns noch einmal ein bisschen deutlich zu machen, ja, wie sieht das eigentlich aus? Ja, das können wir gern machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon den Stream seht oder nicht. Ja, sehen wir. Mhm. Seht ihr. Okay. Ich kann ja mal kurz ein bisschen unser Projekt zeigen. Aktuell, ihr seht jetzt den Unity-Editor, wir arbeiten in Unity. Das hier ist Cat Rescue Story, ein Spiel, in dem man Katzen aufnimmt, die ausgesetzt wurden. Und sich um diese Katzen kümmert, sie entweder zum einen, hier, ich kann es mal zeigen, indem man sie pflegt, indem man sie bürstet, sie sauber macht, medizinisch behandelt, aber auch mit ihnen spielt und den, ups, das ist die falsche Bürste, mache ich diese Katze mal sauber. Genau, man kümmert sich halt um diese Katzen und die Idee ist dann, sobald ich hier das bisschen Fell bekommen habe, die Idee ist, dass wir gar nicht diese Katzen behalten oder in unserem Heim behalten, denn wir sind natürlich ein Heim und wollen, dass es Katzen gut geht, sondern, die können wir mal sehen, dass wir diese Katzen an Personen vermitteln und irgendwie sehen, welche Person möchte eine bestimmte Katze und die vermitteln wir dann und können uns so darum kümmern, dass möglichst viele Katzen neues Zuhause finden. Genau, und das ist im Grunde so das Spiel. Aktuell wird irgendwie viel vorbereitet für Seasonal Events. Also ich habe gerade eben schon gesagt, wir sind gerade aus Halloween raus. Ihr habt gerade eben noch ein paar Halloween-Charaktere gesehen und kommen jetzt zu Weihnachten rein. Da kann ich leider gerade gar nicht so viel zeigen zu. Aber ja, also hauptsächlich ist es bei mir viel technische Instandhaltung aktuell. Sehen, dass das Spiel läuft. Das ist jetzt eine gute Frage, was ich am besten zeige. Was sehen wir? Ja, wir sehen im Moment wir sehen ja im Moment die Entwickleroberfläche. Genau. Was sehen wir parallel dazu? Was sind die verschiedenen Fenster, die da noch offen sind? Was musst du da sozusagen machen, damit sich was bewegt oder damit sich was tut? Genau, viel hiervon ist, was wir tatsächlich unseren DesignerInnen anbieten. Also das hier ist einfach die normale Oberfläche von Unity, der Game Engine, die wir benutzen. Und wir sind gar nicht so viel in Unity machen, sondern am Code schreiben. Aber vielleicht ein Beispiel, das ich zeigen kann, ist, es kann passieren, dass bei uns Personen ankommen und die haben Probleme in ihrem Spielstand, weil aus irgendeinem Grund... haben halt einen Fehler, irgendwie Katzen, die
nicht dort sind, wo sie sein sollten oder ganz komische Werte, Statistiken haben. Und da lohnt es sich dann zum Beispiel, ich zeige das mal hier, sich den Spielstand anschauen zu können. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Fenster, dass man ein ganz einfaches Fenster irgendwie, wo wir in den Spielstand reinschauen können. Also jetzt würde ich meinen aktuellen Spielstand sehen. Ein paar Dinge sind hier selbsterklärend. Irgendwie mal sieht die App-Version, auf der wir aktuell sind. Wir sehen irgendwie verschiedene Timer. Hier ist halt alles gespeichert, was im Spiel ist. Und da ist es dann vor allem für uns wichtig als ProgrammiererInnen, dass wir irgendwie diese Tools bauen, dass jetzt eine DesignerIn oder wir selber auch nachschauen können, okay, das hier ist der Spielstand, jetzt können wir den untersuchen auf irgendwelche Anomalien, Dinge, die nicht gut sind, und wir versuchen halt irgendwie mitzubringen, die Tools dafür zu bauen. Auf der Seite, die ich dann den ganzen Tag sehe, sieht es anders aus. das ist, glaube ich, es ist viel Tippen. Das kann ich schon mal sagen. Also der Job beinhaltet sehr viel Tippen. Wenn das für jemanden ein unschöner Punkt ist, wird man wahrscheinlich nicht warm mit dem Job. Leider lädt gerade alles ein bisschen langsam. Das ist natürlich doof. Aber da öffnet sich jetzt sozusagen das Fenster, in dem du den ganzen Tag arbeitest und den Code reinschreibst. Genau. Ich mache jetzt einfach mal irgendeine Klasse auf, weil es gerade nicht so richtig laden will. Ist hier irgendwas? Genau, ich sitz den ganzen Tag eigentlich hauptsächlich vor diesem Bildschirm und bin fröhlich am Tippen. Es ist halt ganz viel Pause machen, überlegen, wie soll sowas funktionieren. Und dann, wenn man natürlich einem Computer irgendwas beibringen möchte, muss man immer ganz präzise sein und wirklich genaue Anweisungen geben. Es gibt immer so ein schönes Video, wo so ein Kind seinem Vater erklären soll, wie man ein Sandwich macht. Und der Vater versucht es immer im Rahmen dieser Anweisung, die das Kind gibt, falsch zu machen. Und so muss man sich das ein bisschen vorstellen, wenn man programmiert, man muss wirklich sehr präzise sein, was soll an bestimmten Stellen passieren und irgendwie keinen Raum für Missinterpretationen lassen. Mhm. Das sind ja schon mal ganz gute Hinweise, was sozusagen diesen Beruf beinhaltet. Präzise sein, Probleme lösen, nachdenken, verschachtelte Dinge irgendwie verstehen, was da eigentlich abläuft. Was gehört noch dazu? Du hast schon gesagt, so, ihr seid ein Team, ihr müsst im Team arbeiten. Wie funktioniert das untereinander? Was braucht ihr da? Genau, das ist schon gut, dass du das ansprichst. Genau, klar, ohne den Rest des Teams weiß ich halt auch nicht, was ich machen soll, so am Projekt. Also es ist ganz wichtig, dass wir Game Design haben, die uns definieren, was muss im Spiel da sein, was gibt es. Dann kommt das in Form von, ich hätte gerne, dass man einer Katze einen Snack geben kann und dass sie dann happy wird. Und das ist dann, was wir bekommen vom Game Design. Dann haben wir unser Projektmanagement, das dann auch sagt, okay, das ist ein wichtiges Feature, das wird in den nächsten Wochen bearbeitet. Dann, wie schon gesagt, die Artists, die halt dafür Dinge vorbereiten müssen, und wir als ProgrammiererInnen sind dann die Letzten, die es halt wirklich zusammenführen und testbar machen. Und da hört man vielleicht auch schon raus, der Großteil ist schon neben dem Programmieren ist die Kommunikation. Also da ist es echt schön, wir haben immer ein paar Tage im Büro zusammen. Nicht alle Tage der Woche, also wir arbeiten auch remote, aber vor allem in den Bürotagen sieht man mich wahrscheinlich hier viel, so alle 5 bis 10 Minuten rüber zu einer anderen Person laufen und fragen, hier, ich brauche da noch genauere Anweisungen, ich muss hier genau wissen, was passiert, wie hast du dir das gedacht? Und da geht auch viel Zeit rein in Kommunikation, das auf jeden Fall. Also Meetings sind jeden Tag mindestens ein Meeting morgens, wo wir uns synchronisieren, was passiert diesen Tag. Gibt es irgendeine Person, die blockiert ist? Können wir dafür sorgen, dass diese Person ihren Job einfach machen kann? Also wie können wir das irgendwie auflösen, dass man nicht auf andere warten muss? Und da fließt eine Menge Zeit rein. Ja. Das ist auch der schöne Teil. Ja, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gehört, auch in verschiedenen
Firmen, in denen Spiele entwickelt werden, dass Kommunikation halt wichtig ist. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass in vielen Firmen Englisch gesprochen wird, dass das sozusagen zentral ist, eine zentrale Sprache in der Games-Industrie. Vielleicht magst du noch einmal einen Einblick geben, was du eigentlich gelernt hast. Also wie bist du zum Programmieren gekommen? Was war da der Weg? Ja. Und vielleicht auch, was würdest du anderen empfehlen? Die Frage kommt gleich. Genau. Ich habe es schon angedeutet, Informatikunterricht in der Schule war so mein Einstieg mit dem ganzen Programmieren. Damals haben wir noch diese coolen Lego-Roboter programmiert oder kleine Web-Anwendungen geschrieben. Das war Programmieren lernen für mich. Und dann ging es für mich ins Studium und ich habe mich für Medieninformatik entschieden, weil mir normale Informatik ein bisschen zu trocken erschien. Und Medieninformatik ist noch ein bisschen breiter aufgestellt. Während Informatik größtenteils Programmieren ist, war mir klar, ich will nicht nur programmieren, ich würde auch gerne andere Dinge lernen. Und in Medieninformatik kamen dann viele Dinge, neben der Programmierung kamen da Dinge dazu wie Audioproduktion, Grafikdesign, 2D- und 3D-Animation. Also wo man dann im Laufe des Studiums merkt, das sind eigentlich alles Bereiche, die in der Spielentwicklung relevant sind. Und das fand ich halt auch unglaublich interessant. Deswegen finde ich das eigentlich einen guten Weg zu gehen, um in die Spielindustrie zu kommen, etwas zu finden, was nicht nur Programmierung ist, sondern sich zumindest die anderen Bereiche mal angesehen zu haben und Gefühl dafür zu bekommen, weil das auch in der tagtäglichen Kommunikation unglaublich hilfreich ist, wenn ich verstehen kann, was die 3D-Artists für Probleme haben, wenn die mit ihren Fachbegriffen ankommen, ich kann sagen, ja, ich verstehe, was du meinst und wir können das irgendwie lösen. Das ist auf jeden Fall das Wertvolle. Und dann, genau, war das Studium irgendwann zu Ende und ich habe eigentlich als Abschlusspraktikum in der Spielefirma auch angefangen. Das lief gut und wurde übernommen und seitdem bin ich in der Spielindustrie. Und was würdest du empfehlen? Braucht man dieses Studium oder kann man auch quer einsteigen? Ich glaube, das ist eigentlich einer der perfekten Berufe fürs Quereinsteigen. Ich denke, das Größte, was mir oder das Wichtigste, was mir dieses Studium gebracht hat, war einfach so auch die Disziplin zu sagen, ich muss jetzt Dinge tun, weil sonst bekomme ich dieses Studium nicht fertig. Also ich bin gezwungen, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Das hilft Leuten, die gerne mal faul sind, so wie mir. aber auch ganz viel meine Spieleentwicklungskönns und Wissens hat sich in meiner Freizeit angesammelt. Also es ist etwas, was man sich wunderbar selber beibringen kann. Es gibt so viele Ressourcen online, dass man sich wirklich gut damit auseinandersetzen kann und selber Expertin werden kann, ohne eine formelle Bildung an irgendeiner Hochschule oder einer Uni zu haben. Genau, bevor wir da vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen, wie man das auch vielleicht hier bei Play noch weiter ausprobieren kann und selber irgendwie Erfahrung sammeln kann, erstmal die Frage an euch hier im Publikum, aber auch im Chat. Gibt es bis hierhin Fragen zu dem Beruf des Programmierers, der Programmiererin? Möchtet ihr dazu was wissen, dann kommt hier gleich Heiko um die Ecke gelaufen mit einem entsprechenden Mikrofon, in das könntet ihr reinsprechen und die Frage an Yannick stellen, die ihr gerne stellen wollt. Ich glaube, da vorne ist ein Finger oben. Das Mikrofon kommt. Moment, man hört dich noch nicht. Hallo. Ja. Ich wollte fragen, als Spieleprogrammierer ist man dort speziell, also eher im Homeoffice oder ist man eher in der Firma und dort eben am Arbeiten? Magst du das für mich wiederholen, Andreas? Leider höre ich die Person am Mikrofon nicht so gut. Ob dein Beruf eher einer ist, wo du im Büro arbeitest oder auch von zu Hause arbeitest oder vorwiegend von zu Hause arbeitest? Ja, ich würde sagen, ich arbeite so 75% der Zeit zu Hause. Das funktioniert gut. Man muss trotzdem kommunikationsfreudig sein, auch wenn man die Person nicht persönlich sieht, mit dem man zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist die größte Hürde. Ich muss aber auch sagen, dass die Tage im Büro immer schöner sind. Also wenn man gemeinsam arbeitet und Energie spürt, aber Programmieren ist eigentlich ein Job, den man komplett remote machen kann. Das ist kein Problem. Also viele Studios bieten es auch an. Genau,
von Vollbüro bis Voll-Home-Office ist alles dabei. Ich empfehle einen Mix. Gut, es gibt noch eine weitere Frage, 2, 3 sogar noch. Mal gucken, vielleicht hörst du es jetzt. Arbeitet ihr da, also immer wenn ihr ein Projekt habt, in Teams? Genau. Ja, das konnte ich tatsächlich verstehen, genau. Wir arbeiten auf jeden Fall in Teams. Auch allein das Programmiererteam sind bei uns gerade mehrere Leute. Es war mal so, dass Tivola auch mehrere Teams mehrere Projektteams hatte, dass mehrere Spiele parallel entwickelt wurden. Jetzt ist hauptsächlich ein großes Team, wo wir gemeinsam arbeiten. Aber auch Tivola ist ja keine riesige Firma, wir sind so 15 bis 20 Leute. Da arbeiten wir eigentlich in einem Team gemeinsam. Also es gibt da noch so eine kleine Marketingabteilung, die auch losgelöst von uns arbeitet. Aber ja, bietet sich auf jeden Fall an, in Teams zu arbeiten. Im Prinzip ist es ja ein bisschen wie in einer Fabrik, ne? Jeder hat irgendwie so sein oder ihre Schwerpunkte in der Arbeit und das greift ineinander und am Ende kommt irgendwas raus. Gut, es gibt noch weitere Fragen. Also, wie viel Geld verdient man oder verdient man überhaupt Geld mit dem mit diesem Programmieren da? Oder ja. Also Geld verdient man auf jeden Fall. auch wenn ich jetzt nicht so ganz genaue Zahlen nennen kann, kann ich sagen, dass man, wenn wir jetzt so auf ein Team in der Spielentwicklung schauen, sind die ProgrammiererInnen die am besten bezahltesten. Also Programmierung ist, glaube ich, der Beruf, der am meisten Geld macht. Ich würde aber nicht danach gehen. Also wir sind da alle ziemlich nah beieinander, aber wenn man nach Berufen sucht, sind meistens die ProgrammiererInnenstellen mit höherem Gehalt versehen. Und da kann man aber auch nochmal aufsteigen, ne? Es gibt, glaube ich, verschiedene Stufen, wenn ich das aus den großen Firmen kenne, dass man erstmal bei einem normalen Gehalt einsteigt und dann aber auch sehr schnell irgendwie viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, ihr werdet auch gerade sehr gesucht, oder? Ja, gesucht ist so die Sache. Das kommt darauf an, aus welcher Ecke man schaut. Also ProgrammiererInnen sind eigentlich immer begehrt. Man hat auf jeden Fall, würde ich sagen, weniger Probleme, einen Job zu finden in der Spielebranche. Und selbst wenn man mal in der Spielebranche nichts findet, kann man ja, weil man programmieren kann oder dieses Problemlösungs-Mindset hat, relativ gut sagen, ich mache jetzt mal Softwareentwicklung und verdiene da mein Geld. Gut, es gibt noch 2 weitere Fragen. Vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, aber kannst du das Spiel Fortnite? Ja, kenne ich. Nicht viel gespielt. Hast du aber auch nicht zweimal, aber immer einmal gewonnen. Sehr gut. Das ist nicht schlecht, also. Ja, und noch eine Frage? Ja. Sind Sie ein Mann oder ein Mädchen? Weder noch. Und dann gibt es hier vorne noch eine Frage. Nee, hier vorne, glaubst du. Entschuldigung. Kennen Sie Five Nights at Freddy's? Das auch, ja. Das ist, glaube ich, die Sache. In der Spielindustrie lernt man sehr viele Spiele kennen. Und das gehört, glaube ich, auch dazu, viele Spiele zu kennen und einfach so ein Repertoire zu haben, zu wissen, was für Spiele gibt es, weil man natürlich auch unglaublich viel Inspiration daraus zieht. Das ist überhaupt sowieso noch vielleicht eine wichtige Frage. Gibt es irgendwas, was dich inspiriert, was es an Spielen sonst noch gibt? Du hast uns jetzt euer aktuelles Spiel gezeigt, aber gibt es Spiele, die dich total faszinieren, weil du auch über den Programmiercode nachdenkst, weil du überlegst, wie das wohl zustande gekommen ist? Gibt es da was? Ja, es gibt so 1, 2 Spiele, die ich technisch sehr spannend finde. Das eine ist tatsächlich jetzt ja schon recht alt, damals Crash Bandicoot 2 für die PlayStation 1. Ist ein unglaublich schönes Spiel und hat so meine Kindheit geprägt und dann habe ich irgendwann vor ein paar Jahren gelernt, dass das wirklich so 1 der Spiele war, das damals die Grenzen gesprengt hat. Und man findet auf YouTube echt viel Material zu, was ich einfach so interessant fand, rauszufinden, was die da getan haben, um so viel aus dieser PlayStation 1 rauszuholen, wie es ging. Also das ist so ein alter Klassiker, der mich schon immer begleitet.
Ansonsten lasse ich mich einfach ganz viel, nicht nur programmiertechnisch, einfach ganz viel von aktuellen Indie-Spielen inspirieren. Da fällt es mir fast schwer, welche zu nennen, einfach weil ich fast bei jedem Spiel, das ich spiele, denke, wow, das ist echt krass. Selten denke ich über den Code nach, muss ich sagen. Aber manchmal gibt es so ein, zwei Dinge, die einen so wegflashen, dass man sich denkt, wie haben die das gemacht? Und dann fängt man an zu untersuchen und es vielleicht selber einbauen zu wollen. Und das macht dann echt Spaß. Gut, es gibt noch eine Frage aus dem Publikum, zwei Fragen sogar noch aus dem Publikum. Erstmal hier vorne. Wie lange Zeit brauchen Sie, um ein Spiel herzustellen, also zu programmieren? Wie lange Zeit brauchen Sie? Das ist natürlich auch, ja. Ja, ja, ich habe es gehört, danke. Das ist natürlich sehr projektabhängig. Also wenn wir uns jetzt Cat Rescue Story anschauen, was gerade draußen ist, was ich euch gerade gezeigt habe, würden wir wahrscheinlich so vor 2 Jahren reden. Die Sache ist aber natürlich auch, dass es nicht pur 2 Jahre das Programmieren sind, sondern natürlich auch die anderen Personen im Team ihren Teil auch machen müssen. Das heißt, es ist nicht 2 Jahre Programmierleistung, sondern 2 Jahre Teamleistung. Genau. Also so 2 Jahre für die meisten Spiele, die Personen spielen und kennen, sind nicht so schlecht. Wenn man jetzt eher an große Titel auf der PlayStation 5 denkt, dann sind die mittlerweile schon in einem Bereich von 5 bis 6 Jahren manchmal. Gut, dann gibt es immer noch 2 Fragen. Es kommen immer wieder neue dazu, ja. Also diese Frage ist ein bisschen schwer zu erklären, aber was willst du so, also was will deine Gruppe so für ein Spiel schaffen? Nee, das finde ich eine gute Frage. Ich glaube, uns ist es wichtig, ein Spiel zu machen, bei dem man sich einfach gut fühlen kann. Es gibt viele Spiele, die stressig sind, wo man unter Druck steht, und wir machen halt eher gerne Spiele, wo sich Personen nach einem langen Tag oder nach einer stressigen Zeit hinsetzen können, ein Spiel öffnen und einfach ein bisschen Freude haben und so ein warmes Gefühl im Herzen. Und ich glaube, das ist so unser Ziel mit unseren Spielen. Und deswegen sind es natürlich oft süße Tierspiele, aber es sind auch oft Spiele, in denen es keinen großen Handlungsdruck gibt oder man nicht die ganze Zeit irgendetwas hinterherlaufen muss, sondern einfach alles tun kann, so schnell oder so langsam man es möchte. Nächste Frage. Meine Frage ist, wie lange arbeiten Sie schon in dem Beruf und haben Sie schon mal vorher woanders gearbeitet oder sind Sie jetzt, seit Sie studiert haben, an der Firma? Nee, das ist jetzt meine zweite Firma, an der ich bin. Zuerst war ich bei Off the Beaten Track in Kiel, einem kleinen Indie-Studio. Da war ich dann die ersten 2,5 Jahre oder schon 3, vielleicht auch schon 3. Ich sag mal 2,5 und bin jetzt seit Anfang des Jahres etwa bei Tivola. Das heißt, ich bin jetzt so 3, 3,5 Jahre in der Industrie richtig. Habe dann aber natürlich noch ein paar, so 2 Jahre davor, in denen ich viel auf eigene Faust gemacht habe und mich auch mit Spielen auseinandergesetzt habe. So, jetzt werden es immer mehr Fragen. Ich gucke Heiko an, weil der ist nämlich nach mir dran, die Workshops auch noch zu präsentieren, wie viel wir noch zulassen. Vielleicht sammeln wir einfach nochmal die letzten 3 Fragen nacheinander. Vielleicht gehen die nicht zu weit auseinander. War es schwer, Programmierer zu werden? Einmal war es schwer, Programmierer zu werden. Dann? In welchen Bereichen hältst du dich eigentlich sozusagen speziell auf? So Actionspiele oder... Welche Genres? Schwer, Genres? Ich habe eine Frage. Welches Spiel spielen Sie gerne? Welches Spiel spielst du gerne? Oh. Meine Frage ist, bei wie vielen Spielen haben Sie mitgeholfen und welche Spiele wären das? Und bei welchen Projekten? So, das war's. Ich habe es mir auch nicht gemerkt. Du, Yannick? Okay. drei von 4 habe ich. Die allererste habe ich gerade. Die allererste war... Ist es schwer, Programmierer zu sein? Ob es schwer ist, Programmierer zu sein. Genau. Schwer würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist eine Tätigkeit, die man genau wie andere lernt. Und es gibt natürlich Personen, die da besser, also denen logisches Denken in dem Fall leichter fällt, so wie anderen Zeichnen besser fällt.
Ich finde, also ich glaube nicht, dass es schwer zu lernen ist. Ich glaube, es ist was, was man gut lernen kann. Es gibt so viele Personen, die einem helfen können dabei. Kann ich sehr empfehlen. Das ist eine gute Sache zu lernen. Lieblings- oder Spiele, die ich aktuell spiele, gerne Destiny 2 habe ich oben auf meiner Liste. Das neue Super Mario, also Super Mario Wonder habe ich jetzt gerade durchgespielt. Das sind auch so Spiele, also Plattformer und First-Person-Shooter sind auch Spiele, die ich gerne spiele und mache, würde ich sagen. Das zu dem, in welchem Bereich ich mich so spielemäßig aufhalte. Und die allerletzte Frage war... Ich glaube, einmal war es noch die Frage nach den Genres. Genau, da genau Plattformer, Roguelikes, First-Person-Shooter hauptsächlich. Dann ging es um die Frage nach... Ach ja, und dann wie viele Projekte? Genau. An wie vielen Projekten hast du schon mitgearbeitet? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Hier bei Tivola ist es eigentlich Cat Rescue Story, also ein Projekt. Im Studio davor waren es 3-4 Projekte, also 3-4 Spieleprojekte, da haben wir auch ein bisschen noch was anderes gemacht. Und nebenbei mache ich halt selber noch Privatspiele und da sind es so etwa 12-13 Projekte gewesen. Genau, das ist ein gutes Stichwort, denn einige deiner Projekte sind auch hier schon bei Play gezeigt worden und Yannick begleitet, betreut und macht auch sehr gerne bei Game Jams mit. Wenn ihr den Begriff noch nicht gehört habt, das sind sozusagen konzentrierte Spieleentwicklungen in kürzester Zeit, meistens so 1-2 Tage. Und hier bei Play wird es am Samstag einen Game Jam geben, den das Young Play Team, also die Jugendlichen, die hier bei Play mitgestaltet haben, vorbereitet haben, von 12 bis 18 Uhr. Also wenn ihr Lust habt, in kurzer Zeit ein Spiel zu entwickeln, kommt unbedingt nochmal wieder am Samstag und Yannick wird dabei sein und euch auch über bestimmte Hürden hinweg helfen. Und hat er sehr viel Erfahrung da drin, auch solche Projekte zu begleiten. Und da könnt ihr ihn, wenn ihr noch weitere Fragen auch habt, auch noch mal treffen und weiterlöchern. Yannick, vielleicht als Abschlussfrage, würdest du den hier Sitzenden und denen, die zuschauen, empfehlen, Programmierer, Programmiererin zu werden? Ich glaube es... Ja, natürlich. Also ich glaube, ich kann ja schlecht in meinem Beruf sitzen und es Leuten nicht empfehlen. Ich mache es natürlich, weil es mir unglaublich viel Spaß macht und Freude bringt. Ich kann es nur empfehlen zu machen. Also es ist einfach schön. Ja, es ist einfach toll, mit so vielen talentierten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich glaube, das ist das Schöne an der Spielentwicklung. Das ist jetzt nicht mal spezifisch Programmierung, ist halt ein Teil davon. Aber wenn sich jemand auch für eine andere Disziplin in der Spielentwicklung berufen fühlt, ja, diese Teamarbeit ist einfach toll. Macht einfach echt viel Spaß. Gut, vielen, vielen Dank, Yannick. Schön, dass du, dass wir bei dir sein durften. Ja, gerne. Vielen Dank. Und wir sehen uns Samstag auf jeden Fall hier vor Ort wieder. Und für alle, die es interessiert, morgen haben wir hier bei den Hausbesuchen zu Gast einen Animationsspezialisten, der bei Fish Labs arbeitet und dort die Animationsabteilung leitet. Und am Samstag ist die Ausstatterin und Requisiteurin von Game 2 zu Gast, die uns zeigen wird, wie man schnell aus digitalen Dingen analoge Sachen herstellt. Und ansonsten geht natürlich das Play Festival noch bis Sonntag weiter mit dem Programm, was ihr im Internet unter playfestival.de aufrufen könnt. Ausstellungen, Workshops, Shows und so weiter. Ja, schön, dass ihr da wart. Hier geht es für euch gleich weiter mit der Präsentation der Workshops und im Twitch-Kanal erst später dann um 16 Uhr mit der nächsten Show. Bis dann. Tschüss.